erstaunlich. Es erinnert mich an meine Kindheit, als ich mit Onkel Deckard nach verlorenen Artefakten suchte. Welche Erleichterung, dass ihr mittlerweile erwachsen seid. Wenigstens einer von uns. Massaker, 22 Monster getötet. Akt 4. Komm da mehr raus. Wie wichtig ist eigentlich Gold? Hier im Spiel. Gold kannst du ja ins Bein nachrennen. Na, ich weiß, hier gibt's viel zu viel. Ich meine, ich hatte schon mal. Genau, dann. Für den Zauberstab bezahlt. 4000 oder so. Das ist aber ein gutes Ding. Wenn der Tower regelmäßig mal voll. Ja, naja. Wie spät haben wir es denn überhaupt? Ach, 23.50. Immer wieder schön, mit dem Ohr drin haben. Tag für einen Spaziergang. Das ist kein Spaziergang. Wir kämpfen um unser Leben. Umso mehr Gründe, die Landschaft zu genießen. Ich werde noch mächtiger. Stufe 11. Neue aktive Fähigkeit. Mystische Klinge zerfetzen eure Gegner im Nahkampf. Soll ich mal? Ich brauche mehr Zeit. Yay, das sieht ja mal geil aus. Was
Rüstzeug mit sehr kaum Kugeln, Stufe 2, erhöht den Schaden. Noch nicht bereit. Ja. Nice. Okay. Der Tempel steht euch offen. Tretet ein und besiegt die Wächter im Inneren. Auch wenn sie meine Brüder sind, werden sie euch dennoch nach dem Leben trachten. Seht, die Bauweise. Das ist noch aus der Zeit vor dem Sintflutlied. Sie dürfen nicht weiter vor! Ich brauche mehr Arkankraft. Mehr Zeit. Ich bin verwundet. Ja, Übung tut sehr gut. Stärke kann sich mit der unserer stärksten Helden messen. Was denkt ihr nun, was ihr seid? Ihr betretet nun unser größtes Heiligtum. Das ist eine Heilbrunnen, denke ich daran ab. Der edle Held hat sich bis hierher durchgekämpft, nur um zu sterben. Magda. Und wen hast du da mitgebracht? Adrias Tochter? Ich spüre Macht in ihr. Aber das spielt keine Rolle. Deine Mutter wird schon bald dein Schicksal teilen, meine Kleine. Das Bruchstück gehört mir. Tränk diesen Tempel mit ihrem Blut! Was meinte sie damit? Meine Mutter wird mein Schicksal teilen. Könnte meine Mutter nach all diesen Jahren am Leben sein? Sie will euch nur quälen. Schenkt ihr keine Beachtung. Dieser Kampf war zu leicht. Sie spielt mit uns. Wir müssen sofort zurück zu Onkel Deckard. Das ist auch so. Also. Der Weltenstein wurde verändert. Unsere Kinder kommen schwach zur Welt und erreichen kein hohes Alter. Die Dämonin Nereza versprach, ihre Macht wiederherzustellen, doch hat sie stattdessen in missgestaltete Geschöpfe verwandelt und sie gegen uns in den Krieg geschickt. Vielleicht sterben wir, aber nicht, bevor wir sie zurück in die brennenden Höllen geschickt haben. So, zurück in Tristan. Ich habe geschuftet wie ein Irrer, damit ich dir diese feinen Waren anbieten kann. Heute habe ich ein paar richtig hübsche Sachen für dich. Welche Fertigkeit soll ich benutzen? Klage, Tristram. Ich sage dir, klage. Also bei irgendeinem Händler kriege ich diese Heiltränke. Wie viel Uhr das in Tristram ist? Wir sehen. Ja, wegen der Medizin, bei welchem Händler das in Tristram ist? Weiter oben, also links lang und dann hoch. Die
Schmiede bestimmt gefallen. Da gibt's Umrede, die was gerufen. Ich hab nachgedacht. Das kann nicht einfach gewesen sein. Hey, komm. Sieh mal, ich verkauf dir gerne was, aber du musst mir versprechen, niemandem zu sagen, wo du diese Sachen her hast. In Ordnung? Mir gefällt nicht, was sich hier abspielt. Ich schätze, die Geschäfte werden wieder besser, nun da der Skelettkönig tot ist. So, so für 250 Leben wieder. Wie viele Leben habe ich denn? 300 mehr. Lass mal was von denen einpacken, so wunderbar. Bitte nehmt nicht diesen Schuftländer. Wir waren Magda nur einen Schritt voraus, aber jetzt haben wir das zweite Stück des Schwertes. Ich erinnere mich an ein Leuchten, das auf ein Fischerdorf zuraste. Das muss Wertham sein. Ah, brillant, liebe Lea. Lasst euch vom Fährmann übersetzen. Sprecht mit dem Fährmann. Du bist jetzt im letzten Akt, oder was? Okay. Ja, das nehme ich jetzt mal, ja? Ich muss die Fähre nach Wertham nehmen. Ich werde euch übersetzen. Aber seht euch vor. Aus dem Dorf steigt Rauch auf. Bist du da? Ja. Ich sage, du bist jetzt also im letzten Akt. Sie zerstören die Stadt. Flieht, solange ihr noch könnt. Na dann, nach nicht mal einen Tag. Oder nach einem Tag. Und der letzte Akt, der Schnack. Ja, das war ja auch der Spaß. Axel schon rein. So, ich sollte als Funkkämpfer eventuell nicht so weit vor. Die laufen freiwillig ihren Tod in die Arme. Magda ist in der Nähe. Schreiben wir mal kurz um, an Worten damals. Helft mir! Meine Familie versteckt sich mit dem Rest der Dorfbewohner in der Kapelle. Wir müssen zu ihnen. Ja. Lauft nicht weg! Das würde euren Tod bedeuten! Jetzt treffen wir uns. Ich habe nicht genug Arkankraft. Narren! Ihr könnt mir das Schwert nicht vorenthalten! Das ist gar nicht gut. Meine Diener werden diese Stadt in Schutt und Asche legen! So gerne Millionär, dann wär mein Konto immer leer. Da kommt etwas. Da drüben ist ein Schwert.
Scheiß Viecher. Ihr habt uns gerettet. Ich suche das Heft eines Schwertes, das vom Himmel gefallen ist. Es leuchtet mit mächtiger Magie. Wisst ihr etwas davon? Wir haben es vor Tagen gefunden. Ich wünschte, wir hätten es niemals hergebracht. Kommt mit. Ich habe Virgil zurückgelassen, um es zu bewachen. Wir sind froh, es loszuwerden. Ich gehe zurück nach Tristram, um zu sehen, wie es Onkel Deckard geht. Okay.